Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Und ja, das Spiel ist mir abgestürzt und ich musste die Rennen nochmal machen, aber ich habe keine Ahnung, welche Rennen das jetzt genau waren. Also doch, ich habe schon eine gewisse Ahnung. Ich glaube, zwei haben wir geschafft. Zwei mit dem Motorrad. Es kann sein, dass jetzt vielleicht noch ein Rennen vorkommt, wo wir auch noch geschafft haben, aber kommen wegen einem Rennen, also... Ich habe jetzt da nicht genau nachgeschaut, aber das ist ja auch nicht weiter tragisch. So, sind wir am Bahnhof und hier direkt in der Nähe befindet sich das Rennen. Mein Auto, mein Buffalo war natürlich weg, als ich da wieder wegfahren wollte, um zu speichern. So, hier vorne ist es. Und wir werden jetzt einfach so lange Rennen machen, bis wir es geschafft haben. Das ist unser Los. Wir müssen es schaffen. Ich habe jedes Spiel GTA 3, GTA Vice City auf 100% gebracht. Ich muss jetzt auch San Andreas auf 100% bringen. So. Wo die Rennen in... Ich meine, die Rennen... Es war ja ein Rennen in GTA 3 und in GTA Vice City war es ja einfach. Also wir haben ganz am Anfang... Wir haben das Lowrider Race. Wir haben den Little Loop. Den Backroad Wanderer haben wir nicht. City Circuit haben wir. Vinewood haben wir nicht. Freeway haben wir nicht. Into the Country. Ich würde mal sagen, wir machen mal Into the Country. Das ist ein langes Rennen. Upsala, das war vielleicht ein Fehler. Okay, sieht gut aus hinten. Es ist vielleicht kein Nachteil, wenn man von der Polizei gejagt wird, weil die Polizei schaut dafür, dass es so... Ah, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Wenn die Autos so einen Tunnel machen, so einen Sicherheitstunnel, dass die Notfallfahrzeuge durchfahren können, das ist eben, glaube ich, nicht schlecht. Dann gehen die Autos ein bisschen zur Seite. Wieso fahre ich eigentlich nicht hier? Nach oben oder nach unten? Scheiße, ich weiß nicht, ob nach oben oder nach unten. Ah, zum Glück nach unten. Das gefällt mir auch so von der Gegend, wo wir durchfahren. Ihr wisst, ich bin ein Fan des Outbacks hier. Upsala, jetzt habe ich ein bisschen geträumt. Jetzt geht es bereits wieder nach Süden. Ja, ich sollte mich wirklich aufs Fahren konzentrieren und nicht da irgendwie träumen. Upsala! Kommen die anderen schon? Nein, die sind weit weg. Aber ich muss ein bisschen auf mein Fahrzeug aufpassen.
Ah, das Ziel zum Glück. Puh. Ja, das lief doch. Wunderbar. Die Rennen sind doch nicht so schwer. Nein, einzelne Rennen sind wirklich noch einfach, aber gewisse Rennen sind die Krätze. Jetzt haben wir Into the Country Freeway. Komm, versuchen wir mal Vinewood. Ja, ich erinnere mich an diese... Den Kollegen hat's aber schön weggehauen. Upsala. Hallo. Aber wir sind Zweiter, immerhin. Ich weiß nicht, war das... Ich glaube nicht, dass man so runterkommen sollte, aber... Naja, egal. Oh, jetzt bin ich falsch gefahren, scheiße. Ja eben, jetzt überholen mich die anderen wieder. Ach, kacke. Das ist schon das Ziel, oder? Nein. Aber Dritter, immerhin, und wir sind nicht unbedingt gut gefahren, also. Jetzt kommt das Ziel. So. Ja, was soll ich sagen? Ich möchte auch einen Blister Compact. Ich möchte lieber einen Blister Compact. Oh. Fahren wir doch mal. Komm, das Rennen hat irgendwie Spaß gemacht. Ich möchte einen Blister Compact. Ja, er bremst mich, dieser Wichser. Was tun wir in so einem Fall? Richtig. So. Don't hit me again!
Scheiße, gerade das sollte eben nicht passieren. Gerade das sollte eben nicht passieren. So. Nein. Nein. Okay, komm. Komm. Nein, das war jetzt Kacke. Aber vielleicht schaffen wir es sogar noch. Es hat auf jeden Fall jetzt nicht schlecht ausgesehen. Das ist so eine richtige Falle dort. Oh, sorry, tut mir leid. Den hat's überschlagen, der ist raus. Nein, nein, nein. Wie komme ich jetzt hier runter? Kann mir jemand erklären, wie ich sonst hier runterkommen sollte?
So, da hat es wieder etliche genommen, wie man sieht. Ich würde gern mal dem da vorne nachfahren und schauen, wie der es schafft. Dort oben runter zu kommen. Beobachte jetzt den mal. Ah, der fährt so runter. Aha. Ah, jetzt ist mal alles klar. So, Nummer 3 bin ich geworden, trotzdem. Also jetzt beim nächsten Mal schaffen wir es, weil jetzt wissen wir, wie wir fahren müssen und ja. Los, komm schon, Baby. So. So, und hier muss man geradeaus nach unten. Das war das Problem. I can't believe you hit me, Claire. Nein, nicht umfallen. Hey, was? Da hat das blöde Geruckel sicher auch noch einen Einfluss, aber weißt du was? Jetzt alles nochmal zurückfahren, wenn wir eh wissen, dass wir verloren haben. Keinen Bock. Gut. Und das wollte ich sowieso noch versuchen mit Polizei. Ob es mit Polizei einfacher ist. Mal schauen.
Nein, hey, ich wollte an dem vorbeifahren. Wieso ging das nicht? Wieso fahren die Idioten immer in mich rein? Ey, kann mir das mal jemand verraten? Immer in mich. Du Wichsauto! Okay. Ach, mir schläft der Finger ein im Fall. Nicht ruckeln, es ist schon schwer genug. Es ist schon beschissen genug. Moment mal schnell. So, das blöde Geruckel. Ey, ich warne dich, fang nicht wieder an zu ruckeln. Du kommst auf den Computerfriedhof. Seh nix. Das ist so ein geiles Auto, hey. Es macht richtig Spaß, das in die Luft zu jagen. Da muss ich ja gar nicht, sprengt sich selber in die Luft. Das Geruckel ist echt nervig. Sollten wir, glaube ich, wirklich langsam mal einen besseren PC zutun. Nein, bitte nicht. So, und ich bin die Nummer 1. Geil. Jetzt einfach anständig fahren, dann haben wir es geschafft. Im Rückspiegel schauen, kommt keiner.
Nein. Scheiß Bulle. So, ruckeln hin, ruckeln her, wir haben es geschafft! Yes, wir haben es geschafft! Yes! Yes, wir haben es geschafft! Gut, damit haben wir von insgesamt 6 Rennen haben wir jetzt, eigentlich sind es ja 9, also von insgesamt 9 Rennen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Also das heißt, es sind noch 2 offen, sehe ich das richtig? 1. 2. Ja, es sind noch 2 offen. Hey, das ist doch mal eine Leistung. Ich glaube, das können wir abspeichern. Machen wir die anderen Rennen ein anderes Mal, aber wollen wir schon. Moment. Oops. Sorry about that. Eigentlich würde ich auch gerne mal, wir haben ja auch noch Flugmissionen offen in Las Venturas. Dann würde ich gerne auch mal die Flugmissionen fertig machen. Dann haben wir die Flugmissionen, dann noch das eine Rennen in Las Venturas. Ich glaube ein Rennen, ich glaube das sollten wir schaffen. Und dann gehen wir hierher zurück und dann haben wir hier noch, ja, noch die 2 Rennen. Müssen wir halt üben, 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 üben. Und es ruckelt und ruckelt und ruckelt. Wunderbar. Nehmen wir hierzu das Flugzeug. Bisschen schneller bitte. So, fliegen wir nach Las Venturas, machen wir noch die, also nicht jetzt, aber in der nächsten Folge machen wir die verbleibenden Flugzeugrennen. Wenn wir die verbleibenden Flugzeugrennen haben, dann haben wir noch ein Rennen in Las Venturas, das wir uns kümmern müssen. Und ich werde das einfach probieren, bis ich es irgendwann mal schaffe. Und wenn wir das geschafft haben, gehen wir nach Los Santos zurück. Und dann haben wir ja noch die 2 Rennen und ja, werden wir uns um die mal kümmern. So.
Die wäre schon das Symbol für die Flugzeugrennen, aber ich möchte zuerst hier in der Nähe speichern. Dort vorne könnte ich die Flugzeugrennen machen, aber ich möchte zuerst speichern. Dann müssen wir uns ein Speicherhaus in der Nähe suchen. Komm, gib mir die Karre. Das war ein bisschen scheiße, aber... Ah komm, hier kann man ja speichern. Don't hit me again. So. Sind wir wieder mal in Las Venturas. Für diese Gelegenheit könnten wir auch mal wieder ins Casino gehen. Wir sind jetzt frei, wir haben ja alle Missionen erledigt. Hotel Suite. Ah, Badezimmer. Hier, speichern. So, da haben wir gespeichert und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssikowski.